Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier bei Kante Zockt. Das ist ja schon mal komisch, ne? Wir spielen heute ein bisschen Planet Coaster, zumindest gucken wir da mal rein. Wir machen wie gesagt ein Angezockt dazu. Ich habe, wenn ihr das seht, Samstag werdet ihr das ja sehen. Ich werde zusehen, dass ich das auch zeitig hochlade. Ich möchte ganz gerne von euch in den Kommentaren erfahren, ob ihr daraus ein Projekt machen wollt, ob ihr da Lust dazu habt oder nicht. Das Ganze würde im Live-Let's Play stattfinden und wir könnten zum Beispiel auch die Gebäude benennen, auch die Achterbahn zum Beispiel. Hier dieses Gebäude zum Beispiel Insanity könnte man zum Beispiel auch umbenennen. Ups. In Countess. Uiui. Warte, weil es ein doofes Dings. Aber dann würde das Ganze quasi umbenannt sein. Da, so könnten wir quasi euch so ein bisschen mit einbinden. Dann sagt ihr zum Beispiel, hey, bau doch mal so und sowas. Und ich möchte den Namen dafür zum Beispiel geben. Das wäre eine Idee, die ich jetzt so umsetzen würde. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen gespielt. Das Ganze habe ich im Livestream gemacht. Ich habe vorgefertigte Gebäude genommen. Hier ist zum Beispiel was aus dem Märchendorf. Hier ist ein bisschen was Moderneres. Und das hier sieht auch schon wieder ein bisschen mehr nach Märchendorf aus. Obwohl die Hütte hier ziemlich rasant den Besitzer wechselt. Hier, Kante so wurde weg, wurde repariert. So könnte man sich halt so ein bisschen personalisieren. Das Ganze habe ich ja ein bisschen verschönert. Na gut, verschönert ist relativ. Muss man sich halt überlegen, ob das jetzt verschönert ist oder nicht. Okay, gehen wir mal weiter. Im Ganzen. Hier links ist ein ziemlich älteres Karussell. Das werde ich wahrscheinlich bald abreißen. Das ist sehr teuer, sagt er. Und das kostet nur noch 3 Dollar. Potenzielle monatliche Einnahmen 51 Dollar. Das ist natürlich nicht allzu viel. Das heißt, wir machen auf jeden Fall immer Minus mit dem ganzen Kram. Das werden wir schon noch abreißen. So, hier haben wir unseren. Der nervt ein bisschen von der Musik her. Psychola nennt sich das. Dreht sich so ein bisschen im Kreis. Hier in der Mitte ist so ein komisches Plastikgedöns. Möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. So, hier sieht man schon, hier sind die ersten Achterbahnen verbaut. Das Gebäude habe ich selbst gebaut. Man sieht es. Es war mein erstes selbstgebautes Gebäude. Nicht ganz so gut geworden. Aber da werden wir natürlich mehr von machen. Und auch da würde ich eventuell euch mit einbinden, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber Planet Coaster habt und sagt, pass auf, ich baue für dich ein Gebäude. Sag mir ungefähr, wie du das haben möchtest und ich baue dir das. Dann würde ich da gerne drauf eingehen, sodass ihr quasi auch euch hier mit einbindet und ich euch so ein bisschen eure Arbeit so ein bisschen zeige hier. Auch das habe ich hier selbst gebaut hier. Das ist alles dekorativ. Hier habe ich ganz versteckt so eine Dynamitladung und da habe ich extra geguckt, dass er dann auch wirklich drüber schießt, ne? Sonst macht das ja alles keinen Sinn. Den Wagen habe ich selber umgekippt, das zeige ich euch aber auch nachher noch mehr. Das Schiff habe ich hier reingesetzt. Ah, hier ist natürlich jetzt die Bahn kaputt, das heißt, alle schwimmen hier schön hintereinander her. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Techniker. Die ganzen Geräte sind ziemlich alt. Also, wir setzen noch mal ein paar Techniker ein. Personal, Techniker, Schubup. Das ganze Personal kann man auch aufwerten. Wenn wir schon mal zu dem Thema kommen mit Wünschen. Karmix Gu möchte eine Wildwasserbahn mit dem Namen Amix Wasserschlacht. Da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Weil, wie gesagt, da würde ich sowieso gleich noch was bauen und dann können wir das machen. Amix Wasserschlacht oder was? Amix ja. Wasserschlacht, alles klar, das kriegen wir hin. Also es gibt hier Unmengen an Möglichkeiten und es ist der Wahnsinn, was hier alles möglich ist. Wir können einfach mal jetzt, um es mal zu zeigen, man kann ja auch überall mitfahren. Ich wollte den anderen eigentlich haben. Den wollte ich am liebsten haben. Kriege ich aber wahrscheinlich nicht mehr. So, das ist so die Position, wo man denkt, oh, der rollt zurück. Aber rollt er nicht. Ein Glück. So, die sind jetzt angekommen, das heißt, wir können da gleich mitfahren oder sind wir jetzt in einer anderen Kamera? Ne, das ist die Kamera, bei der wir mitfahren. Rolling River wurde repariert. Einmal einsteigen bitte. Macht auch voll Sinn, hier hinten sitzen nur zwei Stück drin.
verstehe bis heute nicht. Naja, gut. Bis dahin wusste ich aber auch nicht, dass man den Einstieg verlängern kann auf Ich lerne noch. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal angezockt so ein bisschen. Wir gucken uns das Ganze ein bisschen an. Wir fahren ein bisschen mit. Weil mitfahren macht Spaß. Und manchmal denkt man auch so, boah, krass. Das Geratter ist ziemlich leise, das kennt man lauter. Die Sonne brennt auf dem Pelz. Und man sieht das Ende der Welt. Plötzlich lässt das Ratter nach. Und wir gehen in den freien Fall. Diesen Looping habe ich selber gebaut. Die ist ein bisschen ruppelig, aber war so gewollt. Zumindest das Gebaute. Gibt viele vorgefertigte Formen. Aber ich wurde dazu genötigt, selber zu bauen. So, das war das Thema. Und dieses Gebäude habe ich auch selber gebaut. Das habe ich mir auch gespeichert unter meine Baupläne. Da ist das. Genau dasselbe. Das kann man halt selber bauen und selber dekorieren. Fenster anbauen und Läden einbauen. Alles drum und dran. Was ist denn hier so? Sieht das so voll aus? Ist doch gar nicht voll. Ah, hier kommt. Gehen wir ein bisschen runter mit den Kohlen. Kaufen wir noch mal ein bisschen. Für alle Läden, jawohl, so zack. Was ist da denn los? Wieso laufen die? Die schubsen alle beiseite. Ey, ich muss da durch, ich bin Arzt. Achso, die wollen hier mit. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Auch wir wollen hier mit. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier vorne in die Bahn rein. Jo. Oh, der Bügel sitzt ja doof. Achso, ist gerade ausgestiegen. Okay. Am Mast den Kopf gestoßen. Ja, ist so. Ist natürlich nicht alles perfekt. Wie gesagt, das ist mein erster Versuch gewesen. Wir würden natürlich das Live-Let's Play original nagelneu starten. Und fahren jetzt nochmal mit. Das ist meine letzte Achterbahn, die ich gebaut habe. Und wir bauen natürlich gleich nochmal drauf los. Das ist jetzt erstmal zeigen und ein bisschen fühlen und Spaß haben. Wie gesagt, ich möchte von euch in den Kommentaren erfahren, ob ihr da Lust habt oder nicht. Und wenn ja, bis morgen Abend habt ihr Zeit. Morgen Abend ab 20 Uhr, also Samstagabend ab 20 Uhr ist der nächste Livestream. Und da würde ich dann gleich dieses Live-Let's Play anfangen. Natürlich mit euch zusammen das Ganze ein bisschen mitentscheiden. Was bauen wir? Worauf spezialisieren wir uns? Und ja. Es ist so freaky. Oh. Ich würde sagen, der Livestream sagt schon mal ja. Ja, der Livestream sagt ja, aber ich möchte natürlich auch alle meine anderen Abonnenten erreichen. Deswegen schreibt morgen ordentlich was in die Kommentare und dann können wir da mit Sicherheit ein sich richtig lustiges, cooles Projekt draus machen. Also ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Wir werden jetzt, damit wir hier noch mal ein bisschen mehr Fame-Status reinkriegen, eine Wasserbahn bauen, so wie ihr das wolltet. Vorher gehen wir noch mal ein auf Laden- und Servicegebäude. Wir möchten eine Forschung starten. Und zwar können wir hier alles Mögliche machen. Wir können Achterbahn, alles dreht sich um Airtime. Eine frei bewegliche Schienenfahrgeschäfte, sowas wie die Züge, also Transportfahrgeschäfte von A nach B. Das sind Familienfahrgeschäfte, Nervenkitzel, Ladenmarke. Ja, das weiß ich noch nicht, was das alles zu bedeuten hat. Luni, ach doch, hier, da ist zum Beispiel der Geldautomat. Den können wir schon mal machen. Dann können wir noch eine Forschung starten und wollen jetzt zum Beispiel nochmal einen festlichen Ausflug. Frei beweglich. Wir haben so viel Geld, komm, wir forschen ja auch nochmal. Ich hoffe, das schaffen wir überhaupt. 30 Tage, 90 Tage. Hier nochmal was zu trinken. So, jetzt haben wir auch nicht was zu tun. Wir können nebenbei Geld ausgeben und die geben auch nochmal selber Geld aus.
Okay, pass auf, wir bauen jetzt Schienenfahrgeschäfte. Das wäre jetzt eine vorgefertigte. Alter Schwede. Das ist natürlich nicht so viel jetzt bei, wo man sagen könnte, wow. Was mir gerade auffällt, du hast vergessen, den Videotitel zu ändern. Ja, das macht Das nichts. Spiel. Das Spiel habe ich geändert. So, jetzt brauchen wir Schienenfahrgeschäfte. Dann machen wir aber angepasst und wollen denn die Wildwasserbahn Choppers Creek machen für unseren Amix. Was hat gerade Düdün gemacht? Keine Ahnung. Ich meinte jetzt nicht hier im Livestream, sondern bei YouTube. Da steht noch Transportweaver. Also ich habe es geändert. Dann hat er es nicht übernommen. So. Wir müssen ja irgendwie dann nachher auch wieder da reinkommen. Bis hierhin können wir bauen. Danach ist vorbei. Also gehen wir hier raus. Ist jetzt natürlich alles dicht an dicht gebaut, ne? Also es müsste, ups. Ich finde das immer doof. Ich habe beim jemand anderen das natürlich mir auch angeguckt. Ich selber finde das doof, wenn da so viele Stützen sind. Wenn man das jetzt so klein macht zum Beispiel, dann baut er jedes Mal eine Stütze. Wollen wir nicht. Warte mal, mit Steuerung. Y geht's vorwärts und Steuerung Z ist zurück eigentlich. Na gut. So, wir wollen jetzt natürlich erstmal ordentlich nach oben gehen. Dann bauen wir oben einen Abschluss. 42 Meter ist natürlich schon eine ordentliche Höhe. Bauen. Das jetzt so. Das ist jetzt wie gesagt nur schnell gebaut. Das würde ich natürlich sonst jetzt nicht so schnell bauen. Das bauen wir auch gleich mal so. Normale Höhe bleiben. Ist auf Länge. Damit wir mal wieder ein bisschen auf normales Maß kommen. Oh, Helge. Helge. Es geht schon echt gut, also. Schmale kleine Kurve und dann gehen wir mal wieder nach oben. Stopp. Hab ich
gemacht. Hat die Frau den Mann geknutscht? Und das gibt's ja wohl gar nicht. Ja. Vom Helge. Vom Helge. Das war ja schon fast ein Lama-Knutscher. Ey, so feucht war das nun auch nicht. Okay, ja, gut. Alter. Das war ein bisschen mein Fail. Blöd Kuh, ey. Ja gut, das habe ich verdient. Ah, schade. Na doch, warte mal. Kriegen wir noch gerettet. Ist der? Das war ein zu weit. Das ja, dann nein. Na, oh. Hier zurück, zurück, zurück. Bauen wir das jetzt? Ne, das haben wir noch nicht. Das bauen wir jetzt. Okay, bauen wir erstmal gerade und jetzt nein. Okay, dann machen wir das jetzt auch. So. Das hat jetzt aber. Gibt es hier irgendwo automatisch zu Ende bauen? Automatische Vervollständigung für dieses Fahrgeschäft nicht möglich. Doch. So, ich würde sagen, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Und ich bin gerne für einen Test bereit. Setz mich sogar mit rein. Auf geht's. Ich glaube, die kann man auch beschleunigen, oder? Wie war das denn noch? Einstellung? Kann man noch Einstellung machen? Da. Ne, Geschwindigkeit. Aber man kann es einstellen. Moment. Das beenden. Man kann es einstellen, man kann es einstellen, das weiß ich. Was kann man? Was kann man da damit machen? Moment. Und zwar möchte ich damit. Oh ja, habe ich schon wieder vergessen, den Bahnhof zu verlängern. Ja, das macht nichts, kann ich aber gleich noch machen. Dynamisch anfügen, rotieren, frei. Automatische Tunnel wollen wir auch nicht. Winkelausrichtung wollen wir auch nicht. Oh, alle haben ein technisches Problem. Kettengeschwindigkeit, da! Das ist doch gut. Alles klar, dann haben wir das jetzt. Und bevor wir das jetzt nochmal machen, wollen wir jetzt natürlich nochmal eben rausbauen. Und dann. Ja. Oh, das ist sogar gut geworden, ne? Ne, dann machen wir noch mehr davon. Und mal gucken, ob das noch was wird.
Schade. Klappt so irgendwie noch nicht so ganz. Moment. Hätte ja auch klappen können, ne? Okay, kürzer geht nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Dinger immer so schnell wieder ein Problem kriegen. Ach man, das sah eben so gut aus. Muss ich doch einen wieder wegnehmen. Machen wir noch anders. Hier muss ich auf jeden Fall wieder unten die Dings reinbauen. Und dann gehe ich hier rein. So. Die haben auch echt diese bestimmte Länge, ne? Das gibt's doch gar nicht. Echt. Ich lasse mich hier nicht unterkriegen. Lala. Daran liegt das. Eine zu viel. Kassenhäuschen. Kassenhäuschen. Genau, so will ich das haben. Jetzt hat er wieder einen noch weiter weggebaut. Ich will noch einen mehr haben. Ihr seht, ich arbeite noch dran. Mit den Spielmechaniken, aber es ist, ich bin da schon ganz gut davor, glaube ich. Jetzt hat er es wieder weggenommen. Ach, egal jetzt. Jetzt können wir auch von hier wieder weiterbauen. So, verlängern. Mal rum. Mal verlängern. Der will das da nicht anbauen, ne? Das gibt's doch gar nicht. Es soll nicht so sein. Es soll nicht so sein. Jetzt geht das. So lassen wir das jetzt. Und jetzt wollen wir auch endlich mal eine Testfahrt machen. So. Junge. Hallo Markus. Hallo Winnie. Hallo Lars. Geht nicht, Winnie? Nee, der Autofilm ist ausgegraut gewesen. Markus, schönen guten Abend. Das kann ich dir nicht sagen, ob es bei dem eine Kartbahn gibt. Aber ich gehe da mal von aus. Alle nass geworden. Das ist gut. Dann machen wir erstmal eine entspannte Treibung hier. Natürlich würden wir das alles ordentlich mit Dekorationen versehen. Ich lese gerade den Chat hier nebenbei. Kante versteht das Spiel nicht. Ja, geht so. Bibet, Pascal. Ich kann dir nicht sagen, was alles drin vorkommt, Markus, aber ich gehe davon aus, dass es auch eine Kartbahn geben wird. Ob nun wirklich in dieser Geschwindigkeit mit Hochgeschwindigkeitskart, kann ich dir nicht erzählen, aber ansonsten. Alles gut.
So, nichtsdestotrotz wollen wir ja gleich mal gucken, ob ich das unsere Forschung vorangehen. Ja, komm, ist gar nicht so schlecht, was ich hier gebaut habe. Natürlich alles viel zu dicht beieinander. Also ich habe natürlich jetzt gesehen, dass wir alles dicht beieinander haben. Man müsste das natürlich alles ein bisschen mit Wege und Einteilungen auseinanderziehen und so weiter. Aber ich finde das durchaus schon gar nicht so schlecht. So, wir sind am Ziel angekommen. Das Ganze werden wir jetzt nochmal mit Einstellungen machen. Einfahrtgeschwindigkeit, Ausfahrtsgeschwindigkeit. Ach so. Ja, weil ich vorhin das angeklickt hatte und dann war das. Da waren die 14, genau. Alles Probleme. Ich weiß nur nicht warum. Muss ich jetzt die Techniker ausbauen? Ja, der Techniker erweitern. Wo sind denn hier überhaupt Techniker? Haben wir überhaupt noch Techniker? Techniker. Da ist einer. Die kann man nämlich ausbilden. Ey. Achso, ich habe noch die Achterbahn. Azubi. Kann man nämlich fortbilden. Das ist ja. Vielleicht werden denn die Fahrgeschäfte ja auch besser gewartet. So, jetzt müssen wir nur noch mal die anderen alle finden. Ein Tag im Freizeitpark mit Kante. Naja, gucken wir uns denn dann an, wenn das soweit ist. Das war schon mal der erste Streich. Dann brauchen wir jetzt eine Anstellschlange. Achso, wir müssen ja erstmal sagen, da sind die Einstellungen. Anzahl der Wagen. Die brauchen wir 10. Testen. Derzeit können wir schon mal den Eingang platzieren. Wäre ja schlau, den Eingang hier hinzumachen. Ausgang, damit die gleich flüchten können. Hier hin. Und den Eingang mit Weg verbinden. Ist ja wieder aquaristisch. War das nicht mit Shift runterziehen? Weg anheben, rechte. Achso. Ah, okay. Jetzt. Genug zusammenkriegen. Nicht zu vergessen, nehmen wir eine Baupläne gar nicht. Gebäude, Szenarien. Bauen wir noch einen Mülleimer. Okay, wenn es schräg ist, kann man den Mülleimer nicht setzen, oder? Also keine schrägen Wege bauen, dann kann man keine Müller bauen. Das ist ja schon. Naja, wieder was dazu gelernt. Auf Bänke kann man hier nicht setzen.
Ich glaube, wir sind so schon gar nicht so schlecht dabei. Wir müssen nur aussteigen, einsteigen. Oh, das schon. Okay. Ich kann doch nicht alle Bahnen bauen, nein. Hier, Luna Autos, aber das ist eher so dieses Kinderfahrgeschäft. Ansonsten hätten wir hier noch ein Kinderfahrgeschäft. Hi, Christoph. Hatten jetzt eigentlich schon eine neue Forschung fertig. Chopper's Creek 2. Aber es wollte ja hier Amix, ja, soll das heißen? Amix. Amix Wasserspaß. Wasserschlacht. Oh. Okay. Amix Wasserschlacht. So, jetzt freigeben. Das heißt, die Leute können jetzt hierher kommen, wenn sie möchten. Haben wir jetzt schon. Macht unsere Forschung. Oh hier. Yeah. Geldautomat. Sehr gut. Dann haben wir noch einmal trinken. Eine Ladenmarke. Gulpi. Gucken wir uns auch gleich mal an. Kenn ich auch noch nicht. Wollen wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Können wir nicht? Doch, können wir. Oh, ne. Oh, kommen sie gleich angeströmt. Wir brauchen nochmal das Gebäude gar nicht. Szenario. Da, Geldautomaten. Sind alles schon vorgefertigte. Western, Piraten, Karibisch, Festlich und Planetencoaster. Wir können uns auch wieder angepasst holen. Was haben wir hier denn? Da ist der Cosmic Cow. Du hast das Wartebild drin. Echt? Oh nein. Ja. Achso, ja, wegen den 2000. Weil ich das Wartebild auf Null habe. Ups, entschuldigt. Pizza Pen. Pip Shop Water. Was ist das denn? Pip Shop Juice. Missy Good. Das ist, hatte ich den Hot, den Hutständer. Also den würde ich jetzt eher hier so in der Mitte. So. Ach ne, muss man. Oh, da braucht man da richtig Platz für. Ja. Genau hier. Falls man die Geheimzahl eintippen muss, hat man gleich alles zur Stelle hier. Preis. Was kostet das denn? Gar nichts mehr. Nimm mit. Hauptsache, ihr holt das Geld und dann könnt ihr es gleich gegenüber ausgeben hier bei Kau. Kau Shop hier. Reustel, vielen Dank für dein Abo. Zack, stehen wir alle an. Gucken wir uns das Ganze mal an jetzt hier. Geht aber auch schnell hoch, wa? Da splattern sie runter. Sind fast zu wenig, oder? Naja, wird sich ja gleich noch wieder zurückstauen. Oh, cool, die haben hier mitzumachen. Stopp, Pause, Pause, Pause. Die Mützen hier. Ein Kobold, ein König, ein Elch. Ihr redet hier. Yay, die dürfen alle mitfahren. Yay. Meister Boy, da bist du leider zu spät für.
Fabian, am Sonntag ist ATS, aber nicht hier auf dem Kanal. So. Nichtsdestotrotz, die Sonne geht unter. Ah, ich freue mich. Doch, das sieht sehr gut aus. Vielen Dank für deine Unterstützung. Danke, Tizian. Vielen Dank für deine Unterstützung. Drei Stück drin. Ja, weiter, genau. Sehr gut. Wir kommen an. Ausladen. Genau. Tür zu. Die einsteigen. Auf geht's. Yay. Abfahren. Das könnte mein Sohn hier sein. Einer von denen. Yay, yay. Sarutsche. Ich habe gedacht, wir haben zu wenig. Aber das Aus- und Einsteigen dauert natürlich auch ziemlich seine Zeit. Wir zahlen wir dafür mal. Ach, warten wir doch mal. Ich finde immer so ein bisschen schade, dass das nicht schneller geht. Dass man nicht sagen kann, zum Beispiel hier sind auch nochmal Einsteigteile und Ausstiege oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Das kostet sehr viel Zeit. Und hier entstehen sie alle. Du. Oh, hier ist Amix. Nein, ist nicht Amix. Alter, ist hier Bewegung. Boah. Hype, Alter. Kamix-Hype ist das. Dann müssen wir denen auch noch ein bisschen was verkaufen. Was haben wir denn hier noch? Pizza Pan, wollen wir nicht? Pip Shop, Water. Ja, alles, wir brauchen euch jetzt ja alles. Einmal Pipshop Water, Pizza Pen, Pipshop Water hatten wir schon, Smoothies kriegt ihr auch noch hier. Und hier Saft kriegt ihr auch noch hier. Machen wir die Wiege nochmal extra weit. Ist mit dem Hügel alles nicht ganz so einfach. Machen wir nochmal Smoothie Terrain ein bisschen. Hier Forming, Terraforming. Da kriegen wir den Weg dann doch noch ein bisschen hingezaubert. Okay. Sobald der Weg liegt, kriegen wir daran gar nichts mehr gezaubert. Aber hey, dafür sind ja solche Teststreams da, ne? Ja, können wir das zumindest ein bisschen versuchen. Was auszuprobieren. Sowas kann man natürlich auch gerne nochmal in dieser Welt hier weiter versuchen. Aber wie ihr seht, die Läden brennen, die Bude brennt ja, also leider geht das alles nicht schneller, die müssen alles so lange warten. Krass, ey. Ja, Lars, es tut mir leid, das ist nicht alles hundertprozentig. Tippi ist noch in der Beta. Das ist noch nicht alles immer so funktionsfähig. Ich hatte vorhin drei auf einmal, obwohl kaum noch einer da war. Ja, das war es soweit von dem Angezockt. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, ratet den Kommentar-Button, damit wir heute Abend auch anfangen können mit dem Live-Let's Play. Ich hoffe, ihr habt da Lust zu. Ich hatte da schon Lust zu, zumal wir jetzt einiges an Content frei haben zur Verfügung, wo wir ein bisschen was machen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und schaut auch in die anderen Projekte. Bis dann. Tschüss. Ciao.